Am Montag hat ein Boeing 747-Frachter ein nicht zu unterschätzendes Bauteil verloren. Im Anflug auf den internationalen Flughafen der Hauptstadt des Landes Simbabwe hat die Cargo 747 mal ebenso einen Teil ihrer Landeklappen liegen gelassen. Das ist ungünstig, weil sehr groß. Um das Wichtigste direkt mal vorwegzunehmen, verletzt wurde dabei niemand und auch das Flugzeug landete sicher. Aber irgendwie kommt einem das doch bekannt vor, oder nicht? Deswegen schauen wir uns heute mal die 747 und ihre verlorenen Landeklappen mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also erst einmal die wichtigsten Informationen zum Vorfall selbst. Eine Boeing 747-400 in der Frachtversion, betrieben von Martin Air für KLM, war am Montag auf dem Weg von Johannesburg nach Harare in die Hauptstadt von Simbabwe, nachdem die Maschine eine Nacht zuvor in Amsterdam zu diesem Trip aufgebrochen war. Bei dem Flugzeug handelt es sich genau genommen um eine Boeing 747-400 ERF, also 747-400 Extended Range in der Frachtversion. Das ist eine vor knapp 16 Jahren ausgelieferte Maschine und die wurde auch nicht von einem Passagierflugzeug zum Frachter umgebaut, sondern das war schon immer ein Frachtflugzeug. Im Anflug auf den Flughafen der Stadt verabschiedete sich dann ein ziemlich großes Teil der Landeklappen dieser Boeing 747 und ihr seht es ja auf den Bildern, das Teil ist knapp einen Meter breit und mehrere Meter lang, also wirklich nicht zu unterschätzen. Und es ging in einem Dorf kurz vor der Landung, kurz vor dem Flughafen runter. Dort hatte das Flugzeug nicht einmal mehr eine Höhe von 1000 Fuß über Grund, war dementsprechend schon in der für die Landung geplanten Konfiguration mit voll ausgefahrenen Klappen und ausgefahrenem Fahrwerk unterwegs. Und für genau diese Bauteile, die Landeklappen, ist diese Phase des Fluges die mit der höchsten Belastung. Beim Ausfahren der Auftriebshilfen machen die in den ersten Stufen ihrem Namen alle Ehre. Sie helfen mit Auftrieb. Fliegt ein Flugzeug wie diese Boeing 747-400 stabil geradeaus, also ohne Kursänderung, ohne Geschwindigkeitsänderung und ohne Höhenänderung und da vorne fasst wirklich niemand irgendetwas an außer den Klappenhebel, dann wird die Maschine bei den ersten Stufen der Auftriebshilfen wahrscheinlich nur ein wenig an Geschwindigkeit verlieren, aber vor allem zügig nach oben wegsteigen. In den letzten Ausfahrstufen der Auftriebshilfen bzw. in den letzten Ausfahrstufen der Landeklappen wird dann hingegen der dazugewonnene Auftrieb nur noch sehr überschaubar ansteigen. Es entsteht vor allem eine ganze Menge zusätzlicher Widerstand. Man denkt wieder an das stabil geradeaus fliegende Flugzeug, das wird jetzt ohne Zutun des Piloten nur noch leicht durch die Veränderung an den Klappen nur noch leicht nach oben hin aus dem Profil herausgedrückt, wird jetzt allerdings recht zügig langsamer aufgrund des erhöhten Widerstandes. Das zusammen sorgt jetzt im Landeanflug bei niedriger Fluggeschwindigkeit bei dieser 747-400 in der Frachtversion dafür, dass das Flugzeug mit einem recht überschaubaren Anstellwinkel unterwegs sein kann, daran gebunden mit einer recht überschaubaren Pitch, also mit einem angenehmen Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont. Gleichzeitig lässt sich jetzt aber ein weiteres Phänomen beobachten und zwar ist es dann irgendwann ab einem gewissen Punkt so, dass das Flugzeug mehr Power, mehr Triebwerksleistung benötigt, um langsamer zu fliegen. Das klingt erst einmal vollkommen unsinnig, ist aber eigentlich ganz einfach. Das nennt man dann Backside of the Power Curve. Sagen wir mal, dieses Flugzeug, die 747-400 in der Frachtversion der KLM, hier im Anflug auf den Flughafen in Simbabwe, die ist jetzt vollkommen stabil auf dem Gleitweg unterwegs bis zur Landebahn. So, das Flugzeug ist aber noch ein bisschen schnell, das heißt, man reduziert die Triebwerksleistung, um langsamer zu werden. Ist ja vollkommen logisch. Wahrscheinlich zieht man sie sogar noch mal kurz auf Leerlauf. Das Flugzeug wird, während es im Profil runter zur Landebahn ganz genau drin bleibt, langsamer. Das wollte man ja auch erreichen. Jetzt bedeutet weniger Fluggeschwindigkeit eine geringere Fluggeschwindigkeit, aber auch eine geringere Umströmung der Tragflächen des Flugzeuges. Also, ja, einfach weniger Auftrieb. Das muss man jetzt kompensieren, denn weniger Auftrieb können wir nicht gebrauchen. Wir wollen ja in diesem Profil bleiben. Das muss man kompensieren durch einen höheren Anstellwinkel. Das heißt, der Pilot muss bei dem langsamer werdenden Flugzeug die Nase etwas nach oben nehmen. Der durch den jetzt erhöhten Anstellwinkel erzeugte zusätzliche Auftrieb bringt aber auch wieder zusätzlichen Widerstand mit sich. Geht gar nicht anders. Da wo Auftrieb entsteht, entsteht auch irgendwie Widerstand. So, das jetzt aber hier bei diesen Fluggeschwindigkeiten und bei diesen Anstellwinkeln in einem ganz anderen Maße als bei der Geschwindigkeitsreduktion von 270 auf 250 Knoten beispielsweise in Flugfläche 200. Mit anderen Worten, während der parasitäre Widerstand, also der Widerstand, der ganz simpel gesagt einfach dadurch entsteht, dass sich das Flugzeug durch eine Luftmasse hindurch bewegt, könntet ihr jetzt zum Beispiel dadurch spüren, wenn ihr einmal hier die Hand durch die Luft bewegt und dann einmal bei 250 km/h auf der Autobahn aus dem Fenster
Fenster haltet, das ist parasitärer Widerstand, den ihr da spüren könnt. Zumindest hauptsächlich parasitärer Widerstand. Und der nimmt natürlich ab, wenn man langsamer unterwegs ist. Bedeutet, das Flugzeug wird jetzt langsamer, also nimmt dieser parasitäre Widerstand zumindest ein bisschen ab. Währenddessen steigt der durch den hohen Anstellwinkel erzeugte induzierte Widerstand jetzt aber ziemlich deutlich an. Das bedeutet, für das Halten der Geschwindigkeit auf dem stabilen Anflug runter bis zur Landebahn benötigt man jetzt eine Triebwerksleistung deutlich oder merkbar über dem Punkt, der eben noch nötig war für das Halten einer größeren Geschwindigkeit auf dem Anflug. Das Flugzeug befindet sich jetzt auf der Backside der Power Curve. Und das kann man jetzt natürlich noch mal ein ganzes Stück weiter treiben. Das geht so lange, bis ein Passagierflugzeug, allerdings ganz weit außerhalb des normalen Betriebsbereiches, so langsam geworden ist, dass die volle Triebwerksleistung auf allen verfügbaren Triebwerken nicht mehr ausreicht, um die Maschine im Horizontalflug zu beschleunigen. Die Maschine muss dann also auf jeden Fall Höhe aufgeben, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Das ist jetzt aber auch das Extrembeispiel. Wichtig ist jetzt für diesen Fall nur zu verstehen, dass das Flugzeug sich im Endanflug mit der Anfluggeschwindigkeit auf der Rückseite dieser Power Curve in einer höchst interessanten Situation befindet. Der Pilot muss hier zwangsläufig mit vergleichsweise viel Triebwerksleistung arbeiten, muss dazu natürlich wissen, es muss ihm bewusst sein, dass wenn er jetzt langsamer fliegt, dass er dann für die niedrigere Geschwindigkeit tatsächlich immer und immer mehr Triebwerksleistung benötigt. Und es dementsprechend auch schwieriger wird, aus dieser niedrigen Geschwindigkeit wieder rauszukommen. Und währenddessen sind die voll ausgefahrenen Landeklappen maßgeblich am Widerstand des Flugzeuges beteiligt und halten die Maschine quasi so richtig zurück. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich und erklärt mal so ein bisschen, warum die Belastung auf diese Bauteile während dieser Phase des Fluges ganz besonders hoch ist. Das steht irgendwie in keinem der Beiträge so richtig mit dabei, aber in genau dieser Phase hat eben der KLM-Frachter einen Teil seiner Landeklappen verloren und wie wir gleich sehen werden, haben das auch schon andere Frachter geschafft. Der große Widerstand, der durch die voll ausgefahrenen Landeklappen erzeugt wird, bringt aber auch noch einen weiteren, tatsächlich nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich. Denn damit hält man sich im Endanflug die Triebwerke in einem recht flexiblen Leistungsband. Würden diese aufgrund einer noch anstehenden Geschwindigkeitsreduzierung beispielsweise, aufgrund eines sehr steilen Anfluges oder warum auch immer jetzt eine ziemlich lange Zeit im Leerlauf laufen, naja, dann hätte das einen großen Nachteil und zwar, wenn der Pilot von den Triebwerken volle Leistung fordert, aufgrund eines Go-Roundes, aufgrund eines Durchstartmanövers, dann kann das bis zu 10 Sekunden dauern, je nach Flugzeugtyp, je nach Triebwerkstyp, bis tatsächlich die volle Leistung von den Triebwerken geliefert wird. Laufen die Triebwerke durch den riesigen, durch die voll ausgefahrenen Klappen erzeugten Widerstand jetzt aber im Endanflug die ganze Zeit in einem Leistungsbereich zwischen 40% und 60%, was für ein solches Flugzeug durchaus üblich ist, naja, dann sind die deutlich flexibler, reagieren deutlich schneller auf die Inputs des Piloten und im Falle eines Go-Roundes steht auch sehr, sehr viel schneller, deutlich schneller die volle Leistung der Triebwerke zur Verfügung. Das kann zwar tatsächlich ganz schön laut werden und ist auch sicherlich für die ein oder andere Lärmbeschwerde am Frankfurter Flughafen beispielsweise mitverantwortlich, aber hier gilt dann halt Safety First. Und das, dieses zusätzliche Plus an Sicherheit hat man auf jeden Fall, wenn die Triebwerke in einem höheren Leistungsbereich unterwegs sind. So viel erst einmal dazu. Die betroffene 747 der KLM steht jetzt gerade immer noch in Simbabwe und es wird wohl auch noch eine ganze Weile dauern, bis ein paar Fragen geklärt sind und bis die Maschine wieder repariert ist. Zeit, die wir nutzen können, um uns mal ähnliche vorangegangene Vorfälle mit der 747 und ihren Landeklappen anzuschauen. Im Mai 2019 beispielsweise, also nicht mal 2 Monate her, da verlor eine 747 auch in der Frachtversion ein Flugzeug der National Air Cargo beim Beschleunigen nach dem Start Teile der noch ausgefahrenen Landeklappen. Oder gerade erst im September 2018, auch noch nicht lange her, da verlor eine Mai Cargo 747, ebenfalls in der Frachtversion, betrieben für Saudi Arabian Airlines, im Anflug auf den Flughafen Frankfurt nicht zu unterschätzende ziemlich große Teile ihrer Landeklappen. Hier kam fehlende Schmierung bzw. eine nicht ausreichende Schmierung an den Verbindungsstücken zwischen den Tragflächen als Grund für eine zu hohe Belastung an eben diesen Bauteilen erstmals mit ins Spiel. So, und ganz passend dazu aus dem Jahr 2014 ein Fall einer Korean Airlines Boeing 747, ebenfalls ein Flugzeug in der Frachtversion, ebenfalls im Anflug auf Frankfurt und genauso wie beim vorangegangenen Fall wurde auch hier ein mehrere Meter großes Teil der Landeklappen verloren. Anscheinend aufgrund von Materialermüdung im Zusammenspiel mit Korrosion.
Ja, und so sammelt sich dann doch der ein oder andere etwas beunruhigende Vorfall mit den Landeklappen der Boeing 747 in der Frachtversion, bei der weder irgendwelche Leute am Boden noch irgendwelche Leute in oder am Flugzeug zu Schaden gekommen sind. Aber bis auf bei einem dieser eben genannten Beispiele handelt es sich dabei immer um ähnliche Bauteile an ähnlichen Stellen des Flugzeuges, die zu einem ähnlichen Zeitpunkt während des Anfluges die Maschine verlassen, weil die Belastung einfach zu hoch wird. Ein eventuell wichtiger Zusatz noch an der Stelle. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Klappensystem einer Boeing 747, und zwar in all ihren Versionen außer als 747-8, dass das ein sehr komplexes und sehr aufwendiges System ist. Mehrfach geschlitzte Fowler-Klappen und dann in dieser Größe, das gibt es eben nun mal nur bei der 747. Und das sorgt eben auch dafür, dass es bei der 747 deutlich mehr Bauteile und eben entsprechende Verbindungsstücke dazwischen gibt, als man das beispielsweise beim A380 finden kann. Und genau da, irgendwo bei diesen Bauteilen, gibt es anscheinend eine Schwachstelle bzw. ein Bauteil, ein Verbindungsstück, das nicht so langlebig und nicht so qualitativ hochwertig ist wie der Rest dieses Flugzeuges. Dazu kommt übrigens auch noch, dass es sich bei diesen Maschinen ja jetzt immer um Frachtflugzeuge handelt. Solche Flugzeuge können und dürfen zur Landung sehr schwer sein. Fast 300 Tonnen sind das bei einem solchen Frachtjumbo und der kratzt natürlich auch deutlich häufiger mal an dieser Grenze als ein Passagierjumbo, denn Frachtflugzeuge geben nun mal eine ganze Menge ihrer Treibstoffkapazität, ihrer Tankkapazität für die Nutzlast auf, haben deswegen auch deutlich weniger Reichweite, aber Nutzlast ist im Vergleich zum Treibstoff am Ende des Fluges nun mal noch da und wiegt auch am Ende des Fluges noch genauso viel wie am Anfang des Fluges. Und auch das könnte bei dieser ganzen Ermüdungsthematik durchaus eine Rolle spielen, das ist dann aber tatsächlich nur noch Spekulation. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.